Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen 1. Mai. Und ich würde sagen, heute legen wir mal los mit unserer Forschungspaket 3 Produktion. Dann gucken wir mal ganz kurz, wie wir das am besten machen. Das wird schwierig, aber das habe ich mir das letzte Mal schon gedacht. Wie sieht es denn hier mit Ressourcen aus? Also Eisen haben wir offenbar genug und Kupfer sowieso. Sehr schön. Das Radar hier, ja, es existiert halt so rum. Okay. Die Grundproblematik. Also wir haben die Schaltkreise hier. Dann haben wir Batterien. Die sind da. Ach, Stahl haben wir auch schon. Ach, ich habe das letzte Mal schon alles fertig gemacht. Sehe ich gerade. Okay, dann bringen wir das noch auf die andere Seite rüber. So. Zack. Das ist natürlich völlig korrekt. Nicht. So. So. Es reicht gerade so. Aber es reicht. So, dann ein paar wunderschöne Fließbänder. Warum mache ich die eigentlich einzeln? Ich weiß es nicht. So. Ja, jetzt haben wir hier die Dinger. Wir haben Stahl und wir haben Batterien. Wir können die eigentlich noch ein Stück runter machen. Ich habe gerade überlegt, ob wir die Produktion hier oben hin machen, aber... Nee. Lass mal stecken. Wir könnten hier sogar die beiden Fließbänder zusammenführen lassen, ne? Machen wir das? Ich weiß es noch nicht genau. Das weiß ich jetzt echt noch nicht genau. So, jetzt haben wir das ganze Zeug. Jetzt filternde Greifarme brauchen wir noch, richtig? Da. Filternde Greifarme. Und dafür brauchen wir schnelle Greifarme. Und dafür brauchen wir normale Greifarme und wir brauchen im Prinzip Eisenplatten und Schaltkreise. Also Schaltkreise und Eisenplatten hauptsächlich. Jetzt ist die Sache... Dass ich glaube, dass wir hier ein bisschen wenig von den Dingern produzieren. Also wir brauchen deutlich mehr Produktionsanlagen hier für Schaltkreise. Weil ich würde sagen, wir produzieren die filternden Greifarme hier noch und schicken die dann hier mit aufs Band und nicht hier. Und die kombinieren wir dann hier irgendwie. Was fehlt uns denn? Eisen. Ja, das dürfte eigentlich nicht le Problem sein. So. Denn wir haben echt viel von dem Zeug. So. Jetzt hier unten. Der hier soll Kupferkabel machen. Und... Irgendwie bei der Menge, die wir jetzt hier produzieren, ist das irgendwie dumm. Wir machen das alles nochmal weg hier. Weil jetzt, das hat jetzt eine andere Dimension. Ja, komm. Wir müssen ein bisschen größer denken. Oh, stell das nicht dahin, Junge. So. Also, wo sind unsere Anlagen? Da. Und zwar, jetzt hat er da oben falsche Dinge hingemacht. Und zwar brauchen wir Kupferkabel in Massen. Und wir brauchen hier mal Licht. Ist ja furchtbar. Wo sind meine Lampen? Da. Lampe 1.
Lampe 2. Und dann brauchen die auch noch Strom. Immer diese Ansprüche hier. Kann ich das irgendwie drehen? Nee, passt. Ah ja. So. Hä? Habe ich da nicht eine Lampe hingesetzt? So. So. Also. Wir brauchen... Was macht der? Ach, der braucht auch Kupferkabel. Okay. Ich würde aber sagen, wir machen hier eine große Kupferkabelstrecke hin. So. Ein paar Fließbänder. Und dann die Dinger hier. Zack. Eins. Zwei. Drei. Okay. Forschung ist fertig. Sehr schön. Das können wir noch nicht. Lasertechnik. Ja, erforschen wir mal Lasertechnik. Laser sind immer gut. 1, 2, 3, 4. Reichen 4. Ich denke 4 reichen. Die brauchen alle. Brauchen die panzerbrechende Munition nicht, aber irgendwann auch. Nee, Kupferkabel. So, wie war das hier? Nice. Hä? Nee, so? Nee, jetzt hab ich's gelöscht. Hä? Ich hab's doch gerade geschafft, das Ding zu kopieren. Nein. Ich dachte gerade, ich weiß jetzt, wie es kopieren geht. Nee, okay. Shift-Rechtsklick und dann Shift-Linksklick auf die anderen. Warum geht das bei den beiden hier nicht? Shift-Rechtsklick, Shift-Linksklick. Ah, weil ich zu weit weg bin, dein Ernst. Ah, Leute, ihr macht mich fertig. Und die brauchen eigentlich nur Kupferplatten. Das heißt, wir brauchen hier die langen Ärmchen. Zack, zack, zack. Noch mehr davon. Wir brauchen sogar eigentlich nur lange Ärmchen. Denn auf der anderen Seite, die Dinger hier, die Kupferdrähte, die sind ja auch auf dem entfernten Band. So, so, so und so. Sehr schön. Dann eine Stromleitung. So, ein bisschen mehr Strommasten. Zack, zack. Na komm. Zack, das wird jetzt eine richtig fette Produktion. Oh yeah. So, und dann legen die hier tonnenweise von dem Zeug drauf. So, dann geht das hier vor. Und jetzt brauchen wir Schaltkreise. Und die brauchen Kupferdraht und Eisenplatten. So, wir haben jetzt hier 4 von den Produktionen. Ja, genau, 4 von denen. Da brauchen wir auf jeden Fall, würde ich sagen, 3 von denen, die grünen machen. Kann ich auch alle direkt nebeneinander setzen? Schon, oder? Ich glaube. So. Die brauchen, genau, Eisenplatten und Kupferkabel. Also brauchen wir hier wieder die langen Ärmchen. Ihr holt euch von hier oben bitte Kupferkabel. Und von hier unten holt ihr euch bitte Eisenplatten. Ja. Oh nein, da ist kein Strom. Das ist ja doof. Ach komm. Jetzt habe ich hier richtig schlau gemacht. Nicht. Versuchen wir es mal, ob wir das mit den Kleinen auffüllen können, ja. Okay. Ist nicht schön, aber selten. So, und die produzieren jetzt alle die Schaltkreise, richtig.
So, Fließband. Und die hier brauchen das Plastik und die Schaltkreise. Richtig, okay. Also streng genommen war es jetzt vielleicht nicht ganz so klug, das so zu lösen, aber es geht schon. So. Und jetzt brauchen wir noch solche. Genau, und die das Zeug wieder da drauf legen. So, so. Und da. So. Okay. Das hätten wir. Dann brauchen wir eine Fabrik, die Zahnräder herstellt. Oder? Ja. Eine Fabrik, die Zahnräder herstellt. Na komm, bau dich schneller. Da. So. Die stellt Zahnräder her. Zack, zack. Hier ganz billige Zahnrädchen. Ja, du hast auch wieder keinen Strom. Okay, langsam geht mir hier das Zeug aus, ne? Hauptsächlich der Stahl. Aber noch geht's. So. So. Und mehr davon. Und dann können wir die Greifarme auch eigentlich schon produzieren. Dafür brauche ich dann den hier, ne? So, und zwar du holst dir einmal von dem Typen hier die Zahnräder. Ach so. Greifarm. Weil der ist echt schnell mit den Zahnrädern. Ja. Reicht locker. Dann holst du dir von hier unten Eisenplatten. Und von hier oben holst du dir die Schaltkreise. Und dann baust du die Dinger. Genau. So, dann brauchen wir die schnellen Greifarme. Woran mangelt es denn? An allem. Okay, an allem ist immer gut. So, ein paar davon und ein bisschen Eisen hier mal ran schaffen. Ein bisschen Kupfer. Okay, das Plastik wollte ich eigentlich nicht, aber okay. So, brauchen wir mal zwei von. So. Und da ist auch schon einer. Zack. Und du baust schnelle Greifarme. Und dafür brauchen wir Greifarme. Und zwar hier. Strom brauchen wir ebenfalls. Dann Eisenplatten und Ding. Okay. Also eigentlich das gleiche wie der andere. Zack. Und zack. Und das Förderband geht also hier noch weiter. Die Dinger hier brauchen wir eigentlich nur bis da. Fällt mir gerade auf. So. Dann haben wir hier schnelle Greifarme. Und dann brauchen wir noch filternde Greifarme. Die brauchen ebenfalls einen schnellen Greifarm und einen elektronischen. Dann machen wir das so. Filternder Greifarm. Du holst ja dein Zeug auch von hier. Kriegst nochmal ein bisschen Strom. Haben wir noch Strom? Boah, einen können wir noch bauen. Sehr gut. Zack. Und jetzt brauchst du noch die anderen Greifarme und die schicke ich dir per Fließband nach oben. So. Das ist zwar jetzt nicht sonderlich expandable, aber ich denke mal, das reicht. Ich hoffe es zumindest. So, hier noch ein kleiner Strommast. Hier
auch. So. Wie sieht es denn stromnetztechnisch aus? Aha. Aha. Also wenn ich das richtig sehe, kriechen wir ganz schön auf dem Zahnfleisch. Das ist nicht so gut. Solarpanel. Stahl. Okay. Und der baut jetzt filternde Greifarme. Sehr schön. Und die filternden Greifarme packen wir jetzt hier einfach mit drauf. So. Noch ein normaler Greifarm, der das hier drauf packt. Und das geht dann hier drauf. Und dann haben wir filternde Greifarme. Es geht rund, Leute. Es geht richtig rund. Gefällt mir gut. Mhm. Dann haben wir hier eigentlich alles, was wir brauchen, oder? Jetzt muss ich mal schauen. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4 Sachen. Das geht in dem noch, oder? Bis zu 4 Bestandteile. Jawoll. So, das wird jetzt das Masterpiece. Das können wir aber eigentlich... Ja. Was könnten wir denn noch machen? Stapelgreifarme. Filternde Stapelgreifarme. Aufnahmebonus für Stapelgreifarme plus 1. Und die können dann mehr auf einmal. Oder brauchen wir das gerade? Ich glaube, wir brauchen das gerade noch nicht. Kugelschaden vielleicht. Kugelfeuerrate. Ja, das ist gut. Und das ist gleich vorbei. So. Ja, wie machen wir das am besten? Vielleicht machen wir das doch hier. Ich habe das da oben nicht klug gebaut. Fällt mir gerade so ein. Ja, ich muss hier umbauen nach Mist. Warum habe ich denn das so dumm gebaut? Na toll. Ups. Die Stromleitung wollte ich nicht wegreißen. War die hier? War die da? Ich glaube, die war da. So, einmal die Forschungsfläschchen hier mitnehmen. Und, ah nee, Moment, das muss alles hier weg. Hier muss nämlich noch ein zweites Förderband hin, auf dem dann die anderen beiden Fläschchen sind. Warum habe ich das nicht gemacht? Ja, hier sind Fließbänder, das ist ganz praktisch. So. Hier kommt dann das andere Zeug hoch. Um die Kurve und dann zu den Forschungszentren. Die dann hier sind. 1, 2, 3, 4, 5. Und die haben dann in erster Linie auch die Greifarme hier. So, aber die bringen ihnen aktuell nicht so viel, denn die brauchen auch noch alle solche Greifarme. So, genau. 1, 2, 3, 4. Und dann brauchen die alle auch noch Strom. So. So. Und so. Okay, wir brauchen Stahl. Also es ist nicht ganz so einfach, würde ich mal behaupten. Aber es geht schon. Also wir nehmen uns mal 100 Stahl mit. Und produzieren auf dem Weg schon mal 5 davon. So. Zack. Und dann hier oben müssen wir die Dinger ja auch noch versorgen. Da würde ich sagen, zack. Zack. Ja, zack. Komm. Passt. So, dann... Was fehlt denn jetzt? Ach, Eisenplatten wahrscheinlich schon wieder. Natürlich Eisenplatten.
Sollte ich mir langsam Sorgen um Eisenplatten machen? Ich weiß es nicht, weil das ist hier, das staut sich gerade nicht mehr. Als wäre das ein Problem. Gucken wir mal. So. Und die kriegen dann natürlich auch Zeug. Genau. Und das Ding hier bekommt wieder alles, so wie es von Anfang an halt war. Und der bekommt auch ein bisschen Zeug. So. Damit wäre das schon mal erledigt. Dann können wir hier ganz beruhigt die Anlage hinbauen, und zwar auf die Höhe. Und dann hier mit Förderband vor. So, hier einfach mal wieder ein paar von den Dingern abgreifen. Ich meine, ich hätte irgendwo noch eine Produktion gehabt, die mir die Dinger herstellt, aber es kann auch sein, dass wir die schon wieder abgerissen haben. So. Alles klar. Gut, alles klar. Also ist noch ein bisschen was zu tun. Ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge fertig. Ich hoffe, die Folge hat euch heute soweit gefallen. In der nächsten Folge kriegen wir die Flaschenproduktion hier auf jeden Fall fertig. Und schauen wir mal, was wir dann alles so erforschen können. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.